Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play NHL 16 im Saisonmodus hier bei Because Gaming is Fun. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unser heutiger Gegner sind die Eisbären aus Berlin. Wir spielen in Berlin und das ist natürlich dann mal wieder das Anschutzderby. Und ich bekomme es nicht mit, da ich in Amsterdam bin. Bam, bam, bam. Machst du nichts? Ja, was haben wir zu sagen? Letztes Mal hat uns die Kraft im Abschluss gefehlt. Wir haben 2-0 gegen Mannheim verloren. Franz Repp stand hinten ziemlich sicher. Leider nur ziemlich, nicht hundertprozentig. Das müssen wir noch verstärken. Wir müssen ihn hinten besser den Arsch frei halten. Dann ist Franz Repp auch ein ehrwürdiger Vertreter für Caron und Kotschnev. Also er hat es schon gut gemacht. Es kann noch ein bisschen besser werden. Wir werden sehen, ob es diesmal besser wird. In der Offensive müssen wir jetzt die Tore machen. Ich hatte es am Freitag erwähnt, ich nehme dieses Spiel im Voraus auf. Von daher jetzt Over gegen Dupuis am Bulli. Dupuis gewinnt das Bulli. Puck kommt zu Müller, der geht rein ins Angriffsdrittel. Puck kommt rüber zu Oppenheimer, aber der wird noch abgefälscht. Wiesenten. Was ist das denn für ein Goalie? Wiesenten. Kenne ich nicht. Aua. 6 Siege, 4 Niederlagen für Berlin in den letzten 10 Spielen. Schubert hat keine Lust zu schießen. So, Schubert. Hämmert einfach mal drauf. Puck noch leicht abgefälscht von Gervais. Oh, 3 auf 1 Situation. Ganz gefährlich für Franz Repp da. Oh, wo ist der Puck? Ich sehe ihn nicht. Da, bei Franz Repp. Der hält uns schon wieder den Arsch frei hier. Phil Dupuis mit einem guten Schuss. Flake kann sich dann nicht gegen 2 Mann durchsetzen. Und wir haben den Franz gerade schon wieder allein gelassen. Das ist der Shit. Defensive ordentlich zu spielen ist so schwer. Von daher müssen wir es in der Offensive klären. Aber wieder scheitert Wolf. Schöner Einsatz von Tiffels da. Und sehr schöner Einsatz von Sertic. Pass kommt gut rüber zu Mitchell. Eieiei, der wird aber hart aufgehalten. Ah, rechter Flügel ist durch von Berlin. Warum spielt denn Kotschnev? Warum spielt denn Kotschnev? Ja, ich weiß, ich habe automatisch einen Goalie-Wechsel an, aber doch nicht nach einem Spiel. Ah, naja, machst du nichts. Und wenn ihr euch wundert, warum Kotschnev und nicht Heater. Heater gibt's nicht in diesem Spiel. Der kam aus der KHL. Mitchell! Das ist ein Witz! Mach doch mal das Ding rein, ey. Wollt ihr jetzt mal vielleicht stören? Nein, scheinbar möchte niemand... Hallo! So, Jakobsen jetzt im Konter hier. Oh. Jaroslav. Hafenrichter. Scheitert aber gegen Wiesenten. 4 Minuten noch zu spielen. 0:0 der Spielstand. Ach komm.
So viele Pässe. Tiffels auf dem Weg nach vorne zu Flake. Der vorbei am ersten Verteidiger. Rüber zu Wolf, aber nein, es sollte mal wieder nicht sein. Sertic, aber mit der Interception. Was war das? Was war das für eine Aktion von Flake gerade? So, machen wir das auch mal ein bisschen mehr mit Stock anheben. Oh! Oh! Gefährlicher Schuss noch kurz vor Ende. Kotschner fällt aber souverän. Und wir gehen direkt rein ins zweite Drittel. So, Philippi am Bulli gewinnt das. Ah! Oh Leute. Ach komm! Sullivan, schöner Körpereinsatz da, geht rein ins Angriffsdrittel. Zieht vors Tor, Müller! Oh, das ist ein Witz! Warum kriege ich keine Tore hin? Sertic am Bulli jetzt. Verliert das. Was? Das war jetzt ein Stockschlag? Alles klar. Scheiße. Nee, das war jetzt nicht so gut, Tiffels. Da führt meine Befehle nicht aus, die ich ihm gebe. Ah. Oh, oh. Oh, Kotschneff mit einem riesen Save. Hook spielen wir erstmal tief. Jakobsen gegen Vicenten. Vicenten. Wie komme ich auf Vestino oder so? Keine Ahnung. Berliner Goalie. Muss reichen. Oh, Schmidt. Mit der nächsten guten Chance da. Ach komm schon. Ach komm. Oh! Was war das denn jetzt schon wieder für ein... Hallo? Manchmal ist das echt Grütze, was hier passiert. Ach, Dupuy, trifft doch das Tor. Was war das denn jetzt schon wieder für ein Pass? Da stand doch keine Sau. Ja, das war ein schöner Poke-Check von Oppi da. Davies weiß nichts mit dem Puck anzufangen. Dann nimmt sich Schmidt den einfach. Geht jetzt mal ab. Geht hart ab, schießt. Aber Vistinen hat ihn. Ne, Vicenten hieß er ja. Manometer, ey. Wo ist unsere Durchschlagskraft? Oh, schöner Einsatz von Wolf da. Flake, das ist nicht möglich. Wow. Die ganze Zeit haben wir die Formation, dann kommt ein Pass durch und dann ist das Tor da. Ach, ist doch scheiße. Ja, Berlin führt damit jetzt 1-0. Was machen meine Verteidiger da? Die rennen sich gegenseitig über den Haufen. Und was war das für eine Platzierung von Kotschneff? Alter, Leute, ich kriege einen zu viel. Ich kriege echt einen zu viel. 2-0 Berlin innerhalb weniger Minuten. Yay.
So, Hafenrichter jetzt auf dem Weg nach vorne. Schuss geht ganz klar am Tor vorbei. So, da haben wir schon wieder eine 3 auf 1 Situation. So, Mathieu Roy zu Julian Jakobsen. Der hämmert einfach mal drauf, aber verpasst wieder mal das Tor, weil das so selten passiert. Kotschneff hat den Save. Aber was er... Ich wollte gerade sagen, wenn Mitchell den jetzt nicht bekommen hat. Warum sind meine Leute denn so langsam? Ja, mit einer Körpertäuschung wieder an meiner gesamten Abwehr vorbei. Adam Mitchell noch immer auf dem Ei. Was zum Teufel ist das für ein Pass? Meine Güte! Das ist doch scheiße, was meine Leute hier zusammenspielen. Wie kann das Spiel so eng sein von der Statistik her? Boah, jetzt brauchen wir 3 Tore im letzten Drittel. 3. Wo rennt mein Schubert dahin? Habt ihr das gerade gesehen? Moving it to Bergenheim. That's the way to make them pay. You have a hit like this, there will be more to fight. Ficken. Mann, oh Meda, ey. A little over 3 minutes have passed. Selbst der gewollte Schuss aufs Tor ging nicht aufs Tor nach dem Abpfiff. Jerome Flake gegen seinen Vicenten, aber auch das nicht wirklich gefährlich. Ja, Roa kriegt den Puck nicht unter Kontrolle. Kotschneff mit 2 guten Saves da direkt hintereinander. Und das ist eine Hakenstrafe. Scheiße. Ich habe nicht mal Zeit zu reagieren. Ich habe nicht mal die Möglichkeit zu reagieren. Alter Schwede, du. Gehaltener Puck. Eieiei, so, Rohr jetzt. Wird geblockt. Minuten 16 noch, wir liegen mit 3:0 hinten. Können wir da noch was machen? Ich würde momentan behaupten, nein. Hoffnungslose Lage. Wie soll so ein Pokecheck funktionieren? Erklärt's mir. So, Matzen auf dem Weg nach vorne jetzt. Warum kriegt sein Spieler den Puck in solchen Situationen? Wieso? Ja. Mitchell trifft das Tor auch nicht. Trifft auch nur den Vicenten oder wie er heißt. Ich weiß nicht.
Diese Spiele sind gerade absolut nicht das Wahre. Warum drehst du dich so rum vom Gegner weg? Ja. Ach, Oppenheimer. Was sind denn das für Bewegungen zum Check hin? Das war jetzt mal richtig schön von Sullivan gemacht. Aber guck mal, bei ihm sind... Was ist da? Wie konnte... Ah, Mann! Ich verliere gerade die Hoffnung. So, Flag nochmal. Hämmert einfach drauf. Und jetzt ist das Spiel auch gleich wieder rum. Eine Minute noch, 3-0 für Berlin. Franz Repp hat sich besser angestellt als Kotschneff. Das kann man so sagen. Offensive spielt immer noch genauso scheiße. Ich weiß ja nicht mehr, was ich noch sagen soll. Müller gewinnt das Bulli. Schubert auf dem Weg nach vorne, beziehungsweise mit dem Pass zu Müller. Sein Schuss wird geblockt. Was auch sonst. Kotschneff gerade nochmal mit ein paar richtig guten Saves. Berlin's in possession as they travel through center. Fires, it's blocked. Possession, pressure, that's gotta equal a goal. Und wir haben 3-0 gegen Berlin verloren. 0 Punkte Wochenende. Scheiße. Nervt mich. Aber machst du nichts. Am kommenden... Nee, am Dienstag geht's schon weiter gegen Schwenning. Richtig. Na komm, simulieren. Wir rutschen wieder weiter ab in der Tabelle. Sind nur noch Sechster. Es geht am Dienstag gegen Schwenning am 24. November. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich wünsche euch bis dahin noch ein paar schöne Tage. Haut rein. Ciao!